Man muss diese Pandemie eigentlich lieben. Man kann nämlich richtig Geld mit ihr verdienen. Nicht nur wie hier mit Merchandise für 30 Euro für ein weißes T-Shirt, sondern auch mit Sammelklagen oder Spendenaufrufen. Und da kam in letzter Zeit die Frage auf, was ist eigentlich mit den Kartons und den Bitcoins und den PayPal und den Kontoverbindungen, wo überall zu Schenkungen aufgerufen wird. Letzte Woche haben T-Online, Netzpolitik.org, ZDF einige Recherchen veröffentlicht, wo das Geld hingeht. Das weiß man nämlich nicht so genau. Es geht in dubiose Kanäle, häufig auch ins Ausland. Und vor allem interessant ist, wie viel Geld da eigentlich eingenommen wird, ob da nicht eigentlich sogar Überschüsse erzeugt wird, weil die Spendeneinnahmen größer sind als die Kosten für die teuren Demonstrationen und Bühnentechniken, die man da so aufbringt. Und da war die Frage, wie ist das eigentlich rechtlich? Müssen die Rechenschaft ablegen dafür, was sie bekommen und was sie ausgeben? Die Querdenker selbst, deren Funktionäre, sagen, nee, das sind ja alles Schenkungen und schreiben dann immer auf die Webseite dazu, ja, solange ihr uns weniger als 20.000 Euro schenkt, ist das alles steuerfrei. Richtig, schenkungssteuerfrei. Aber das bedeutet nicht, dass die Einnahmen nicht bei der Organisation versteuert werden müssen. Spießer gründen Vereine, Fördervereine für die Schule oder GmbHs, Vereine, Stiftungen oder irgendwelche Arten von Körperschaften, um eine Organisation, eine Hülle zu haben, mit der man zum Beispiel auch Spenden einnehmen kann. Und da geht es gar nicht so sehr um die Gemeinnützigkeit, die angeblich auch die Querdenker schon beantragt haben oder daran arbeiten, was allerdings auch wiederum eine Körperschaft voraussetzt. Querdenken hat sich aber gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Wir machen das privat auf Basis von Schenkungen mit einem privaten Konto. Kann man machen, ist nicht verboten, aber steuerpflichtig. Denn nur weil ich von Schenkungen lebe, bedeutet es nicht, dass ich nicht doch Einnahmen habe. Wir kennen das zum Beispiel von Straßenmusikern oder professionellen Bettlern. Auch die erzielen Einnahmen aus Schenkungen, sind aber gewerblich tätig. Bei einem Bettler oder Straßenmusiker kommt es sicherlich auf den Umfang an. Aber in dem Moment, wo ich beispielsweise an einem Tag mal eben 200.000 Euro geschenkt bekomme für einen abgebrannten Laster und in Umfang von 6.000 Euro Bitcoins einsammel und für eine Sammelklage oder eine Wette mal eben 12.000 Franken einsammel, bin ich in einem Bereich, wo ich nachhaltig, öffentlich und mit einer Gewinnerzielungsabsicht unterwegs bin. Denn es geht nicht darum, einfach nur Kosten zu decken, und das Finanzamt verlangt nicht einmal, dass unbedingt ein Überschuss erzielt werden soll, sondern es reicht aus, dass man nachhaltig Einkünfte erzielen will. Und das ist bei Querdenken der Fall. Die Querdenker sagten ja bei der Aluhutklage, dass sie womöglich gar nicht rechtsfähig sind, und wir kommen bei näherer Betrachtung eigentlich zum Ergebnis, doch seid ihr. Ihr seid wohl eine gewerbliche Gesellschaft oder ein gewerbliches Einzelunternehmen und insofern natürlich rechenschaftspflichtig gegenüber dem Fiskus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Sammelklage, aber da hatte man jetzt auch nicht wirklich versucht, das als eine steuerfreie Schenkung zu deklarieren, auch wenn es vielleicht vom Verhältnis Leistung-Gegenleistung auf das Gleiche hinausläuft. Fun Fact am Rande, nähere Analysen der Rechnungen ergaben, dass dort Umsatzsteuern ausgewiesen wurden, und zwar auf mehr als 1400 Rechnungen, vermutlich, wenn man den Rechnungsnummern Glauben schenken darf. Und diese Umsatzsteuern müssen normalerweise bei Anwälten nur dann abgeführt werden, wenn sie wirklich bezahlt werden. Es sei denn, sie werden zu Unrecht ausgewiesen. Und das war hier der Fall, denn auf der Rechnung steht ein Leistungserbringer, der aber in Wirklichkeit nur der Vertreter ist. Denn der tatsächliche Leistungserbringer bei dieser Sammelklage ist ja verschleiert. Der wird nicht ausdrücklich benannt. Aber das nur so am Rande. Die Querdenker haben hier ein Geschäftsmodell aufgebaut, was ordentlich funktioniert, aber was natürlich auch mit dem Fiskus am Schluss abgerechnet werden muss. Und da fließen wahrscheinlich auch diese kleinen Einnahmen aus dem Merch-Geschäft mit rein, vor allem aber die lukrativen Spenden. Und da versteht man jetzt auch allmählich, warum jegliche Publicity profitabel ist, sogar das Streiten um einen Satirepreis, einen Negativpreis wie den goldenen Aluhut. Kann man machen, man verdient Geld damit, aber Steuern muss man trotzdem bezahlen.